Die neue Ausstellung im Lokschuppen geht ins Meer. Was gibt es denn alles in der Tiefsee zu entdecken? Wir sind ja erst dabei, sie zu entdecken, nicht? Und diesen 1%, den wir schon, dieses 1%, was wir entdeckt haben, das versuchen wir hier für alle Menschen einfach und klar darzustellen, ohne dabei den wissenschaftlichen Hintergrund zu verlassen. Was können wir entdecken? Wir haben aus der Sammlung, also aus der Universität Hamburg, haben wir Sammlungsgegenstände, haben wir Riebenfische, haben wir unsere Anglerfische, die manchmal monströs aussehen, selber aus sich heraus leuchten, aber natürlich ihren Lebensraum sich angepasst haben. Und das heißt, dass das, was für uns erstmal schrecklich ist und interessant und faszinierend, etwas ganz Natürliches darstellt in diesem Lebensraum Tiefsee. Und das möchten wir natürlich auch den Menschen zeigen. Die Bilder verlocken und sie sind stark und schön, aber wenn sie bei uns reinkommen, sehen sie, es ist ein natürlicher Lebensraum. Das, was faszinierend ist, ist, dass wir die Technologie, die wir darstellen, die Meeresforschung mit ihren Plattformen, den Schiffen, dass sie mit ihrer Technologie und den Trägern, das heißt den Tauchrobotern, die sie hier sehen, dass das natürlich für Jung und Alt interessant ist, dass da auf einmal Technik im Alltagsgebrauch faszinierend und wertvoll ist. Was für ein Konzept steht hinter der Ausstellung? Wir tauchen ein in die Tiefsee. Wir begegnen fremden Welten, die uns doch so nah sind, weil sie unser Klima, unser ganzes Leben beeinflussen, dass man da eintaucht und sich gewiss ist, man gehört selber dazu. Und es ist eine freundliche Umgebung am Ende des Tages. Und sie lädt einen ein. Sie ist zwar noch unbekannt, aber wir wollen sie bekannt machen. Wir haben in der Ausstellung auch eine Krake. Haben wir schon getestet, ob da Fußballspiele vorhergesagt werden können? Wir haben es noch nicht getestet. Wir haben die Institute gefragt, ob das möglich wäre. Man hat geschmunzelt und sagt, Herr von Neuhoff, 1% haben wir erforscht. Und ob die Krake wirklich die Fußballspiele vorhersagen kann, die Ergebnisse, bitte explorieren Sie das und erforschen Sie das in der Ausstellung. Wir werden uns dem Phänomen dann gerne annehmen.